Heute hier mal wieder auf dem Hof von Bauer Willi in Rommerskirchen. Und wir machen heute was ganz Besonderes. Wir machen keinen Gartenrundgang, sondern einen Felderrundgang. Was hast denn alles schon ausgesät oder gepflanzt? Erstmal hast du super Wetter mitgebracht. Also für Anfang Mai, traumhaft. Gesät und gepflanzt ist jetzt alles. Also wir haben im Herbst schon Gerste gesät, damit haben wir angefangen. Dann ging es los mit Winterweizen, weiter mit Raps. Dann mit Weizen. Dann haben wir Ende April Zuckerrüben gesät, mit großen Mühen, können wir nachher mal drüber erzählen. Und meine Kompagnons haben Kartoffel. Also fünf Kulturen, die wir uns gleich mal anschauen werden. Richtig. Da gehen wir aber nicht zu Fuß hin auf die ganzen Felder, oder? Wir können mit unserem super Trecker hier fahren. Von wann ist der? Baujahr 1970. Du bist jünger, ne? Ich bin 10 Jahre jünger. Frage, wenn ich das mir so anschaue, darf ich auch mal damit fahren? Klar. Du hast da keine Angst, dass der... Nein, also wer Auto fahren kann, kann auch so ein Ding fahren. Da ist keine Elektronik drin, ist auch kein GPS. Wir brauchen auch kein Navi-System. Airbag? Das ist wirklich noch so ganz robuste Technik. Da kann auch nichts kaputt gehen. Also solange wir das schon gehalten hat, wirst du den auch nicht kaputt kriegen. Ich hoffe mal. Okay, mit welchen Kulturen fangen wir jetzt an? Also ich würde sagen, wir fangen mit den Rüben an. Dafür fahren wir durchs Dorf. Da fahre ich dann, weil ich gerade auch den Führerschein dabei habe. Und von da aus können wir uns den Weizen ansehen, Gerste, vielleicht noch den Raps. Und ich denke dann zum Schluss die Kartoffel. Die stehen hier in der Nähe vom Hof. Da sind wir dann wieder zurück. Gut, zu den Kartoffeln hatte ich dich ja schon gefragt. Das ist so eine typische Industriekartoffel für Pommes. Richtig. Oder Chips. Richtig. Nee, für Pommes. Für Pommes. Chips ist wieder ganz was anderes. Und ich darf mir 5 kleine Kartoffeln mitnehmen. Ja. Und wollte die mal ausprobieren, ob ich dann auch so tolle Pommes hinbekomme. Ja, ist wirklich eine ganz spezielle Sorte. Wie heißt die, weißt du das? Die heißt, mit F fängt es an, nicht Fortuna. Fällt mir nachher noch ein, sage ich dennoch, wenn es mal wieder eingefallen ist. Früher war das Bintje, die geht aber jetzt langsam raus. Und wie gesagt, es gibt spezielle Kartoffeln für Pommes und dann gibt es nochmal wieder spezielle Kartoffeln auch für Kartoffelchips, auch mehrere verschiedene Sorten. Und Speiseware gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sorten, gelbfleischig und rotfleischig und was nicht alles. Und im Grunde genommen unterscheiden die sich aber vor allem Dingen durch den Stärkeerhalt. Gut. Können wir aber nachher bei den Kartoffeln erzählen. Also los. Dann würde ich sagen, fahren wir mal. Ja. Du hast mich jetzt hier auf einen relativ kahlen Acker gebracht. Hier kommt noch was rein, oder? Du bist lustig. Hier stehen Zuckerrüben und du stehst fast auf einer drauf. Sollten Zuckerrüben nicht so? Nein, ich habe sie natürlich schon gesehen. Erzähl doch mal kurz die einzelnen Stufen der Zuckerrübenkultur, weil die meisten von uns werden da tatsächlich keine Zuckerrüben in den Gärten haben, aber trotzdem Zucker essen. Ja. Und welche Probleme es da gibt. Also wann geht das los? Normalerweise säen wir Ende März. Dieses Jahr hat das schon mal nicht geklappt. Also war zu kalt. War vor allen Dingen aber auch zu nass. Und man will ja auf den Acker nicht drauf, wenn er nass ist, dann gibt es ja nur Bodenverdichtung. Und du läufst ja auch mit deinen, was hast du für eine Schuhgröße, 47, richtig eingeschätzt, auch nicht über den Acker, wenn es nass ist. Und von daher machen wir das auch nicht. Dann haben wir hier Mulchsaat gemacht. Mulchsaat bedeutet, wir haben nicht geflücht. Man sieht hier auch, man sieht es aber dieses Jahr nicht so gut, sehr viele Pflanzenreste, die dann an der Bodenoberfläche bleiben, auch für die Regenwürmer, damit die was zu knabbern haben. Was war das für ein... Das war bei uns in dem Falle Ölrettich, weil wir haben in der Fruchtfolge auch Kartoffel.
Man könnte auch Phacelia nehmen oder Senf, tun wir aber nicht, weil das die Kartoffeln nicht so gerne haben als Zwischenfrucht. Also nehmen wir Ölrettich in Kombination mit Öllein. Aber bis ich dann erklärt habe, warum das so ist, ist eine ganz andere Geschichte. Das will der Vaterstaat so. Also im März ging es noch nicht mit der Aussage? Im März ging es noch nicht. Dann haben wir die Zwischenfrucht. Die haben wir in dem Falle hier von Schafe abweiden lassen. Mhm. Also da musste man sie nicht abmulchen, klein machen oder irgendwas. Das haben die Schafe für uns gemacht. Haben dann ihre Köttel hier hinterlassen. Dann haben wir gegrubbert. Ich glaube, das versteht jeder. Also ungefähr 10, 15 cm tief mit dem Grubber durchgehalten. Haben dann die Pflanzenreste, die noch da waren, mit dem Erdboden eben auf dieser Schicht vermischt. Weil du ja schon mal erzählt hast, dass du über die Jahre immer versuchst, den Humusgehalt zu erhöhen. Böden. Genau. So, dann haben wir am nächsten Tag, da lagen dann relativ große Kluten, dann haben wir am nächsten Tag die Kreiselegge rausgeholt. Eine Kreiselegge ist also eine Egge, die so quasi dreht. Sind langsam damit drüber gefahren, damit die großen Kluten kleiner werden. Und dann wurde gesät. Okay, jetzt ist Anfang Mai, die Pflänzchen sind ungefähr so groß. Wie lange dauert das jetzt bis zur Ernte? Ich meine, wann war das? Wir waren ja letztes Jahr, war ich hier, war das super Rübenjahr 2017. Richtig. Absolutes Rekordjahr, war die Parzelle hier gegenüber. Wie lange braucht das jetzt bis zur Ernte? Wir werden dieses Jahr Reihenschluss haben. Das ist auch so ein Termin bei der Rüben, beim Rübenanbau. Ich schätze mal Mitte, Ende Juni, Anfang Juli. Das ist ein Punkt, wo wir, sag mal, was anderes dazwischen hier und dass die Reihen geschlossen sind, gibt es ja nicht. Die haben jetzt das erste Laubblattpaar, die werden wahrscheinlich in der Woche das zweite Laubblattpaar haben. Und dann beginnt die Rübenernte irgendwann, ich hoffe mal dieses Jahr etwas später als letztes Jahr, weil die Ernte nicht so gut verspricht, dass wir irgendwann Mitte, Ende September mit den ersten Parzellen anfangen zu ernten. Und das zieht sich aber dann bis in den Dezember. Also wir haben dann drei Termine, an denen wir die Rüben ernten und abliefern. In dem Falle werden die dann hier mit dem LKW aus dem Feld geholt, weil die Zuckerfabrik fast 40 Kilometer entfernt ist. Gut, jetzt zum Winterweizen. Winterweizen, weil wir den gleich hier nebenan stehen haben. Okay, auf geht's. So, wir sind jetzt hier auf dem anliegenden Feld mit Winterweizen. Winterweizen heißt... Also warum heißt der Winterweizen? Weil du den schon im Winter eingesät hast? Weil ich im Winter eingesät habe und nicht, weil er im Winter geerntet wird. In welchem Monat? Passiert bei uns, je nachdem, was für eine Vorfrucht ist, zwischen Oktober und Dezember. Also praktisch Herbstweizen. Eigentlich Herbstweizen, aber er überwintert. Das ist der Unterschied zum Sommerweizen. Der Sommerweizen wird im Frühjahr gesät, erlebt also keinen Winter, wird aber im Sommer gesät und der Saattermin ist entscheidend. Sommerweizen ist aber nicht so ertragreich wie Winterweizen, weil er halt eben auch nicht so lange wächst. Den hier haben wir jetzt gesät im Oktober. Vorfrucht waren Kartoffeln. Wir haben hier auch wieder Mulchsaat gemacht. Das heißt, alles, was an organischer Masse war, blieb oben drauf. Und was wir hier auch gemacht haben, man kann das, glaube ich, sehen an den schwarzen Flecken hier. Das ist Gärsubstrat, also Reste von Gülle und auch Mais aus der Biogasanlage. Der hat ganz im Frühjahr, im März, eine kurze kleine Andüngung bekommen, mineralisch. Mhm. Und jetzt zum Vegetationsbeginn, das ist bei uns ungefähr irgendwann so der 10., 15. März, hat er volle Lotte organische Düngung bekommen, die aber dann natürlich sofort aufnehmen konnte, weil ja das Wachstum begonnen hat. Deshalb ist er auch schön grün. Und wir lassen ihn jetzt mal wachsen. Je nachdem, wie die Witterung ist, bekommt er vielleicht noch eine Ehrendüngung oder auch nicht. Das müssen wir aber jetzt vom weiteren Wetter abhängig machen. Wenn es jetzt, wie gesagt, morgen wieder 10 mm regnet, wird wieder Stickstoff aus dem Boden mobilisiert. Temperatur haben wir, Sonne haben wir. Also was will man mehr? Und er ist vor allen Dingen auch sehr gesund. Also wenn man hier die Blätter alle mal durchguckt. Hier sind jetzt welche, da ist er mit dem Trecker drüber gefahren, weil das hier die Fahrgasse ist. Aber da ist kein Mehltau drin, da ist kein Rost drin, da ist keine Septoria drin. Das sind also alles Krankheiten, die den Weizen befallen können. Das heißt, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, klar, du musst je nachdem spritzen. Mhm. Aber also ich kenne Landwirte, die haben von so einer großen Chemiefirma einen Kalender bekommen mit Terminen, wann gespritzt werden muss. Mhm. Egal, ob der Befall da ist oder nicht. Machst du das so? Ich glaube nicht, dass es ein Terminkalender ist, wann sie spritzen müssen, sondern das ist der Zeitpunkt, genau wie wir hier. Wir haben hier das Zwei-Knoten-Stadium, ist ein wichtiger Termin beim Weizen, um zu gucken, ob zu dem Zeitpunkt irgendwelche Krankheiten da sind. Wenn die dann nicht da sind, wird auch der Kollege in Köln nicht spritzen, mhm. weil
Es ist aber ein Termin, wo man darauf achten muss, wenn man dann nicht behandelt, kann sich das explosionsartig ausbreiten. Gerade Gelbrost ist da in kühlen Frühjahren ein Riesenproblem oder auch Mehltau. Aber bei dieser trocken, heißen und ja auch, wir haben relativ wenig Luftfeuchtigkeit. Das ist nicht günstig für Pilze. Mhm. Also wie gesagt, hier wird dann jetzt noch gewartet bis kurz bevor die Ähre schiebt. Das ist wieder so ein wichtiger Termin, also nach dem Zwei-Knoten-Stadium. Heißt, wenn vorne die Grannen rausgucken oben? Der Weizen oder? Hat jetzt keine Grannen. Okay, davon mal abgesehen, die, ja, die Fruchtstände genau, halt. Genau, wenn die Ähre nach oben durchschiebt, das nennt man dann Ährenschieben. Wir gehen nachher mal zur Gerste. Der hat aber Grannen. Die hat Grannen und dann ist das wieder so ein Termin, wo wir dann, ich denke, ich auf jeden Fall eine Behandlung setzen müssen, weil es von da aus bis zur Ernte noch ungefähr 6-7 Wochen sind. Und dann laufen die Wartezeiten der Pflanzenschutzmittel dagegen. Und also ich habe es aber auch noch nie geschafft, einen Bestand vollkommen ohne Pilz, ohne eine Maßnahme gegen Pilze durchzukriegen. Also das wäre ein Wunder. Gut, über Preise und so, Quadratmeterpreise, was da am Ende rumkommt, reden wir gleich bei der Gerste nochmal. Okay. Die macht optisch im Moment auch schon ein bisschen mehr her. Ja. Aber zwischendurch, ich darf Trecker fahren. Okay. Gut. Also Sascha, so einfach geht das. Zündschlüssel rein. Es gehen sogar zwei Lämpchen an. Und jetzt gibt es hier unten einen Teufelsknopf. Wenn ich da drauf drücke, springt der an. Machen wir jetzt mal. Und wenn ich hier dran ziehe, ist er wieder aus. So, und er hat eine Gangschaltung, zwei Gruppen. Langsam ist vorne die 1, schnell ist die 2 und dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 und in Gruppe 2, 5, 6, 7, 8 Gänge. Und dann hat er noch R wie Rallye. Heißt natürlich rückwärts. Das heißt, ich kann auch in 4 Gängen rückwärts fahren. Also ich würde sagen, da fehlt noch was, sowas wie ein Gaspedal, eine Bremse. Ach so. Ja, du bist aber auch pedantisch. Also links ist die Kupplung, wie bei einem normalen Auto auch. Hier unten ist das Gaspedal und das ist die Bremse. Und du siehst an der Bremse, dass hier so ein Haken ist, den kann man losmachen. Und jetzt kann man rechts bremsen und links bremsen. Das hast du an deinem Auto nicht. Weil wenn ich ganz schnell um die Ecke fahren will, aber natürlich nur auf dem Feld, kann ich die Lenkung unterstützen, indem ich dann zum Beispiel links auf die Bremse trete. Dann bleibt das linke Rad stehen und das rechte dreht weiter. Und damit kann ich einen ganz kleinen Zirkel dann fahren. So, Willi will mich wirklich auf seinem Traktor fahren lassen. Ich glaube, er kennt meine Fahrkünste nicht so oder er möchte einen neuen von meiner Versicherung haben. Aber ich denke, so viel kann hier nicht passieren. Hab gerade ja eine Einweisung bekommen und vor uns sind 100 Meter Feldweg. Dazwischen irgendwo meine andere Kamera. Ich glaube, die ist dann das Erste, was es erwischt. Und wir versuchen das jetzt einfach mal. Also hier nochmal, zwei rote Lampen, genau. Die sollten an sein. Jetzt musst du hier starten, auf diesen Knopf drücken. Dann geht er direkt an. Dann geht der, ja, normalerweise ja. Ich weiß nicht, was ist, wenn du drauf drückst. Den Fuß lässt du ruhig da stehen, wo er ist. Und dann läuft er nämlich im Leerlauf. So, das heißt, den ersten Gang so, so. Ja, erst die Kupplung, dann hier auf die 1. Ja. Und dann machst du bei dem nach hinten die 2. Starten.
Ja, Traktorfahren gar nicht mal so uncool. Ich glaube, ich hole mir für meine 200 Quadratmeter auch mal so ein Ding. Kann ich dir aber vorher auch leihen. Okay. Nächste Kultur, die Gerste. Richtig. Wintergerste. Wintergerste ist vor dem Weizen gesät worden, auch im Herbst. Überwintert, deshalb Wintergerste. Ist in der Vegetation, also im Wachstum, immer vor dem Weizen da. Deshalb ist die hier auch schon in den Ähren. Und sie hat Grannen. Grannen. Genau. Nun habe ich eben gesagt, Weizen hätte keine Grannen. Stimmt nicht ganz. Es gibt mittlerweile auch Weizen, der Grannen hat. Mit so kleinen. Aber, genau. Aber der hat wirklich welche. Und du siehst ja die kleinen weißen Pollensäcke rausgucken. Das heißt, die Gerste hat schon geblüht. Mhm. So, und wenn wir jetzt hier reingucken, da werden wir wahrscheinlich noch keine Körneransätze sehen. Nee. Aber jetzt beginnt die mit der Kornbildung. Also das fängt jetzt an. Und wir haben jetzt Anfang Mai, ich schätze mal so 20., 21., ja, sag mal Ende Juni, Anfang Juli dürfte die vielleicht schon erntereif sein. Weizenmehl kennt jeder, aber Gerstenmehl, was machst du aus Gerste? Ja. Einmal gibt es Gerste, das ist aber meistens Sommergerste, ist Braugerste, ist aber relativ wenig. Und die Gerste, die wir hier alle anbauen, ist durch die Bank immer Futter. Mhm. Geht also in die Futtermittel herstellende Industrie und wird dann an Schweine verfüttert und was weiß ich nicht alles. Beim Weizen ist es so, wenn wir die erforderliche Qualität liefern können, dann ist es Backweizen. Mhm. Können wir die Qualität nicht liefern, geht auch das in die Futtermittel. Du hattest eben beim Weizen eine Pflanze rausgemacht mit dem Zweiknotenstand. Können wir das hier auch mal machen? Also bringt nichts. Du kannst es machen, aber bringt nichts mehr. Weil das interessiert jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt ja das Stadium des der geschobenen Ähre. Der was? Der geschobenen Ähre. Das heißt? Die Ähre guckt oben raus, oder Ähren schieben. Hier sieht man auch gerade, wie sie aus dem Blatt rauskommt. Und jetzt ist hier der erste Knoten und dann ein zweiter Knoten und der dritte Knoten müsste hier oben irgendwo sitzen. Also normalerweise müsste die drei Knoten haben. Hier unten ist der dritte. Eins. Ne, hier ist der erste. Eins, zwei. Vier, genau. Aber ist auch individuell unterschiedlich. Mhm. Ich kann auch Pflanzen geben, wenn die kürzer bleiben, das sind nur drei Knoten. Okay, Willi, jetzt machen wir mal eine kleine Rechnung. Und zwar, wir gehen in den Supermarkt, kaufen ein Kilo Weizenmehl für 40 Cent. Und jetzt rechnen wir mal zurück, wie viel du an einem Quadratmeter von deinem Land, wie viel da bei dir hängen bleibt. Das ist relativ einfach. Ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter. Yep. Von einem Hektar ernte ich ungefähr 10.000 Kilo. Mhm. Von daher ist die Rechnung super einfach, weil ich von einem Quadratmeter ein Kilo Weizen ernte. Mhm. Weizen ist aber nicht Mehl. Mhm. Jetzt haben wir ungefähr einen Ausmalungsgrad, schätze ich mal, von 80%, dass man das Mehl verkaufen kann. Das, was übrig bleibt, ist zum Beispiel Weizenkleie, kann man sich ins Müsli mischen und kann dann besser aufs Klo. Das wird alles auch noch an Futtermittel verkauft. Ich bekomme für dieses eine Kilo 15 Cent. Okay, also das heißt, du hast einen Umsatz, ne? Da kommen, gehen ja noch ganz viele Sachen ab, ja. Ungefähr von 15 Cent pro Quadratmeter. Richtig. Pro Jahr. Richtig. Da könnte ich also jetzt hingehen und sagen, Willi, gib mir mal 2000 Quadratmeter, ich gebe dir 50 Cent pro Jahr dafür und du pflügst mir den auch noch um. Hättest ein besseres Geschäft gemacht. Ja, können wir sofort machen, das Geschäft. Okay, aber warum soll das einer machen? Naja, Leute wie Ralf, die immer mehr und mehr Anbaufläche wollen. Okay. Oder Kleinvermarkter. Wir haben schon mal überlegt, ob wir so Selbsterntefelder machen. Ja. Bei Gemüse, aber ich sag mal bei Getreide. Ja gut, selbst wenn ich es dir für 15 Cent verkaufe, du musst das Getreide ja auch noch mahlen. Das sind ja auch Aufwendungen. Nee, ja. Aber solche Felder, wie das jetzt auch ganz oft bei den Städten in Köln und passiert, dass Landwirte ihr Land parzellieren und dann so Schrebergärten dahin machen. Ja. Ich glaube, das ist ein höherer Gewinn als mit... Absolut. Das überlegst dir mal. Okay, mache ich. Gut, aber jetzt auf zu den Kartoffeln. Ne? Jawohl, auf zu den Kartoffeln. Hier die Kultur, die ich jetzt und wahrscheinlich die meisten von euch auch am interessantesten finde, Kartoffel. Mhm. So, weißt du, was das Erste ist, was mir hier auffällt? Bei deinem Feld? Nee. Bei uns in der Region, die Dämme, die sehen aus wie ein Zollstock. Richtig. Perfekt, geometrisch. Die sehen ja fast wie bei mir im Garten aus. Warum? Genau. Irgendwie unordentlich. Ne? Ganz einfach, weil wir kein Pflanzgerät haben,
Das nennt sich sogenanntes All-in-One, was in einer Überfahrt alles fertig macht. Mhm. Bei uns passiert das in 3 Schritten. Erst Bodenbearbeitung, wir machen hier auch wieder Mulchsaat. Mhm. Dann wird gepflanzt und der 3. Arbeitsgang ist dann Häufeln. Das haben wir jetzt hier noch nicht gemacht. Also dieser große Damm ist hier noch nicht gesetzt. Wir lassen jetzt hier erst es nochmal drauf regnen. Der Boden ist im Augenblick sehr trocken. Das heißt, wenn wir jetzt häufeln würden, der Damm würde überhaupt nicht halten. Der würde sofort wieder auseinanderfließen. Das Zweite ist, hier fangen jetzt die Unkräuter schon an zu keimen. Das heißt, wenn wir später häufeln, ist das schon wieder eine Unkrautbekämpfung. Mhm. Weil wir beim Häufeln ja den Boden nochmal leicht lockern und letztendlich die Unkräuter dann nochmal losmachen und zuschütten. Bedeutet aber nicht, dass dann kein Unkraut mehr kommt. Also man muss dann schon danach auch noch was gegen Unkrautbekämpfung machen. Okay, die Dämme, so wie die jetzt hier sind, also du sagst, das sind ja eigentlich nicht die richtigen Dämme. Richtig. Bei mir im Garten sind die auch nicht höher. Wie tief sind denn jetzt hier die Kartoffeln gesetzt? Die Kartoffeln, ich weiß nicht, kann man das in der... Das gucken wir uns gleich nochmal an. Gucken wir uns gleich nochmal an. Die liegen jetzt ungefähr auf Oberfläche. Also... 10-20 Zentimeter. 15-20 Zentimeter unterhalb der Spitze vom Damm, mhm. Also da, wo ursprünglich der gewachsene Boden war. Und wird dann nochmal, also ich habe es noch nie nachgemessen, aber der kommt wahrscheinlich, kommt die Knolle nachher so auf 20-25 Zentimeter unter der Oberfläche. Mhm. Vorteil von dem Damm ist ja, dass der Boden relativ schnell erwärmt. Deshalb macht man das überhaupt. Und dass er eben vor allen Dingen beim Roden, das ist der ganz entscheidende Punkt, man die Erde viel besser absieben kann. Okay, deshalb muss auch die Erde sehr fein sein. Ich dachte, der Hauptgrund für die Dämme ist, dass man das überhaupt anhäufelt, ist, dass die Pflanze hochwächst, Seitenwurzeln bildet, wo sich dann die Kartoffeln dran bilden und dass die mehr Fläche haben. Ist das nicht so? Du könntest die Kartoffel auch in flachen Boden pflanzen. Kommt auf die Art an, ne? Die Sorte. Nee, aber dann musst du nachher mal versuchen, die Kartoffel aus der Erde zu holen. Erstens, sie hat nicht so viel loses Bodenvolumen, in dem sie wurzeln kann. Mhm. Weil sie ja in den festen Boden rein muss. Und das zweite Problem ist einfach, du musst ja richtig in den Boden rein, den aufgraben, um an die Knollen zu kommen. Hier hast du einen losen, lockeren Boden, den du nachher bei der Ernte wunderbar absieben kannst, indem du nur noch diesen Damm aufnimmst. Und du wirst sehen, wenn man nachher den Kartoffelroder sieht, nach 2 Meter ist die ganze lose Erde davon. Nur deshalb werden die Dämme gemacht. Bei Möhren im Übrigen genau das Gleiche. Man will nicht so viel Erde mit in die Erntemaschine haben. Inzwischen ist Mittag geworden, die Sonne steht ziemlich hoch am Himmel. Ja. Willi, war mal wieder sehr interessant bei dir. Vor allen Dingen, dass man mal als Hobbygärtner sieht, wie viel Arbeit im konventionellen Anbau ist, egal ob jetzt bio oder konventionell. Vor allen Dingen über die Preise, da machst du ja gar keine Gedanken drüber, dass am Ende von einem Quadratmeter nur ein paar Cent übrig bleiben. Ja, man will das gar nicht glauben. Ne? Nee, Wahnsinn. Ich würde Kleingärten draus machen, die vermieten oder einen Golfplatz draus. Nein, wir brauchen unsere Landwirtschaft. Ja, ich habe auch mal wieder ein bisschen abgestaubt. Industriekartoffeln. Industriekartoffeln. Werden aber nicht industriell hergestellt, sondern sind für die Pommesindustrie. Ja, hört sich erstmal furchtbar an, der Name Industriekartoffeln. Ja. Nein, war vorher die Sorte Bintje, hast du gesagt. Ja, die kennt man ja. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, aber das mag am Alter liegen. Du schreibst mir das dann, bevor wir die ernten. Gut, gibt es dieses Jahr Pommes? Ja. Und wenn die Leute Fragen haben, einfach unter die Kommentare schreiben. Wo erreicht man dich im Internet? Unter bauerwilli.com, nicht .de. Bauerwilli.de ist ein Elektriker. Okay, und bei Facebook? Bauerwilli und bei Facebook da unter der Bauerwilli. Gut, ich darf sicherlich nochmal wiederkommen, wenn hier alles grünt und blüht und zur Ernte. Wie ist das eigentlich, wenn die Ernte hier so ist? Ihr alles weggeholt habt, da bleibt ja immer was liegen. Ja. Dürfen die Leute, wenn sie euch fragen, die aufsammeln oder mögt ihr das nicht so gerne? Doch, auf jeden Fall, weil jede Kartoffel, die nicht mehr auf dem Acker liegt, stört in der Fruchtfolge nicht mehr. Und von daher, schön wäre schon vorher fragen. Mhm. Aber wenn abgeerntet ist, auch durchaus bei uns ohne Fragen. Was wir nicht so gerne mögen, vor dem Ernten. Ja. Da stellen wir auch immer wieder fest, dass die Leute hier so vorbeispazieren und sagen, ach, guck mal da, leckere Kartoffeln, nehme ich mir welche mit. Macht man nicht. Also wir werden wahrscheinlich hier für die Kartoffel
nachher im Kilo 10 Cent bekommen. Mhm. Das ist zwar nicht viel, aber ich sag mal, es gehört bis nach der Ernte halt eben doch immer noch uns. Danach eigentlich auch noch, liegt noch auf eurem Feld? Ja, genau, aber dann spielt es keine Rolle mehr. Gut. Sagst du mir Bescheid, wenn es soweit ist, hole ich mir bestimmt das ein oder andere Kilo hier runter. Gut, Willi. Mach's schön, gut, dass ich hier sein durfte. Sascha, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich. Mach das. Ja, tschö. Tschüss. Ja, ich hoffe, auch euch hat dieses Video gefallen. Mal was anderes. Landwirtschaft zum Anfassen. Hat euch dieses Video gefallen? Ihr wisst es ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.